Let's Dance 2021 ist seit einigen Wochen geschlossen, aber die Echos des Programms werden definitiv anhalten und es hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben von Paaren. Mit Valentina Pade schwebt das schöne Mädchen nun auf Wolke 7. Sie griff den Spieler Rurik wiederholt an. Und das Schicksal hat dafür gesorgt, dass die beiden zusammen sind, ein völlig zufriedenstellendes Ende. Doch für Ruriks Tanzpartnerin Renata Lusin ist das Schicksal ironisch. Obwohl sie mit Spieler Rurik den Hauptpreis gewann, hatte sie auch hinter den Kulissen von Let's Dance einige angespannte Momente. Und das ist der Kampf mit Valentina Pade. Kürzlich entdeckten Fans des isländischen Spielers ein schockierendes Foto. Auf dem Foto, das sie dazu postet, greift der Let's Dance-Star der Schauspielerin an den Po. Siegerin Renata Lusin feierte am Mittwoch, 16. Juni 2021, ihren 34. Geburtstag. Auf dem Foto, das Valentina zu ihrem Glückwunsch postete, umarmen sich die beiden Frauen innig, Renatas Hand liegt auf dem Po von Valentina. Etwa eine kleine Revanche? Denn beim Training zu einer Let's Dance Show war die Hand von Valentina Pade unfreiwillig im Schritt ihres Tanzpartners gelandet, Renatas Ehemann Valentin Lusin. Renata war damals extrem wütend, sie reagierte sofort mit starken Worten auf Valentinas Aktion, Vorsicht. Ich will noch Kinder mit Valentin. Valentina kehrt derzeit in die GZSZ Series zurück. Aber sehr bald. Die Paare werden im Herbst erneut zu ihrer größten Live-Tour mit dem Titel Let's Dance zurückkehren. Das Ehepaar Lusin und der Spieler Rurik werden wieder dabei sein. Und wieder werden sie direkt nebeneinander atmen. Niemand weiß, was passieren wird. Denn vor Let's Dance 2021 kannte Rurik die schöne Valentina nicht.